Die sechste Merseburger Fight Night, Marc Bergmann für Ground & Pound TV vor Ort hier in Merseburg. Und neben mir steht nun einer der Hauptkämpfer, Alex Vogel, der gerade einen spektakulären Kampf gegen Max Baumert abgeliefert hat, nach Punkten verloren hat. Alex, bevor wir jetzt ins Detail gehen auf den Kampf, vielleicht beschreibst du erstmal den Kampf aus deiner Sicht. Was ist denn schiefgelaufen? Hast nach Punkten verloren? Es war ein Gefecht, das hin und her ging. Es war ein sehr enger Kampf. Was lief denn schief aus deiner Sicht? Hallo Ground & Pound, hallo Mann. Also der Kampf war von mir, von meiner Sicht eigentlich gut. Ich habe meine Knie nicht ganz so oft hochgezogen, wie ich das machen sollte. Das eine Knie saß, der zweite saß auch. Und dann in der dritten Runde hätte ich die Nuss knacken können. Ich hätte noch auch keinen K.O. machen können. Die Chance war da. Ich habe das einfach nicht genutzt. Ja, von außen sah es so aus, als ob du vielleicht auch ein bisschen zu viel im Rückwärtsgang warst. Hättest du vielleicht ein bisschen aggressiver in den Kampf gehen sollen? Oder war das von Anfang an auch so die Strategie, vielleicht ihn erstmal ein bisschen kommen zu lassen und abzuwarten? Also ich habe viel gehört und auch die Kämpfer gesehen, dass er viele High-Kicks machen. Deswegen habe ich so mir meine Technik ausgesagt, im Rückwärtsgang, falls er einen High-Kick macht, nach vorne und die Rechte durchziehen. Und dann Mittelkick und hinterher. Aber ich habe doch nicht seine High-Kicks nicht gemacht, wie ich das so erwartet habe. Und deswegen ist dann nochmal meine Strategie ein bisschen durcheinander gekommen. Jetzt haben wir den Trainer noch mit stehen. Wir haben uns gerade schon unterhalten. Du sagst, es wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Jetzt ist Max Baumert ein junger Mann, junges Talent aus Deutschland. Sehr, sehr viel Hype hinter sich. Was glaubst du denn? Wie hast du den Kampf gesehen? Und wäre da mehr drin gewesen heute für den Alex? Natürlich habe ich den Kampf auch sehr knapp gesehen. Der Alex kam viel zu spät. War klar, unsere Absprache war klar. Du gehst von Anfang an nach vorne und gibst Gas. Heute alles und fertig. Du willst wieder da sein, du musst Vollgas geben. Der Alex hat wieder von seinem Kopf her zu überlegen gekämpft, wollte gucken, abwarten, sich überlegen, was passiert dann, was passiert dann. Ich habe ihm gesagt, ganz klar, nein, ist scheißegal, was er macht, du gehst nach vorne und du kämpfst. Du kämpfst um dein Leben praktisch. Du willst nach vorne, du musst mehr Gas geben. Und das hat er heute nicht umgesetzt. Ich bin ein bisschen sauer auf ihn. Aber das werden wir für den nächsten Kampf natürlich wieder besser, und da muss ich halt öfter die Handschuhe selber anziehen. Ja, also jetzt wollen wir nicht härter mit ihm umgehen, als er ist. Ich denke, als Trainer muss man da immer mal eine Ansage machen, aber dennoch war es ein sehr, sehr guter Kampf, haben auch die meisten Leute hier so bestätigt. Jetzt hast du eine sehr, sehr schwere Zeit hinter dir gehabt. Es gab da diesen schweren Tieftritt im vergangenen Jahr in der Halle. Dann hat man dich längere Zeit nicht gesehen. Du bist dazu auch noch Papa, hast da sehr, sehr viel Zeit aufgewandt. Das ist sicherlich die schöne Seite des Ganzen gewesen. Bist in diesem Jahr zurückgekommen, erfolgreich zurückgekommen. Jetzt gab es hier einen kleinen Rückschlag. Wie geht's denn mit dir weiter? Für mich war das jetzt keine richtige Niederlage. Also man kämpft, man verliert, man gewinnt. Ich bereite mich jetzt so gut, wie es geht. Oder was heißt so gut, wie es geht? Am besten für mein Turnier in Magdeburg, 23. November. Und da werde ich das Ding holen und das war's. Ich werde die drei Leute um. Wie mein Turnier in 2010 werde ich alle umknocken und das war's. Und dann nehme ich das Ding mit nach Hause. Das ist das King of Kings Turnier in Magdeburg, das hat er gerade erwähnt. Da wird er am Start sein. Und du hast gerade noch erwähnt, es gibt noch andere Kämpfe, die du schon jetzt fest geplant hast. Ja, für 2. November, jetzt für 2. Februar nächstes Jahr in Wien, da wurde das geplant, und dann, den Rest verrate ich noch nicht. Rest bleibt noch? Es ist noch ein ganz großes Turnier geplant, aber darüber wird man noch hören in der nächsten Zeit. Dann freuen wir uns erstmal auf Magdeburg, das ist eine sehr, sehr große Show. Ich denke, da werden wir einige spektakuläre Kämpfe sehen. Freuen uns drauf, dich wiederzusehen. Jetzt erhol dich erstmal und besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Alex. Na klar, Marc, danke. Ground & Pound, ihr seid die Besten.